Cari fratelli e sorelle, è grande la mia gioia nel poter spezzare con voi il pane della. Liebe Brüder und Schwestern, meine Freude ist groß, dass ich heute mit euch das Brot des Wortes Gottes und das Brot der Eucharistie teilen kann, hier im Herzen der Diözese Brescia, wo der Diener Gottes Johannes Baptist Montini, Papst Paul VI. Geboren wurde und als Jugendlicher seine Ausbildung erhalten hat. Mit Zuneigung grüße ich euch alle und danke euch für euren herzlichen Empfang. Im Besonderen danke ich dem Bischof Monsignore Luciano Monari für seine ausdrucksstarken Worte, die mich zu Beginn dieser Feier erreicht haben. Und mit ihm grüße ich die Herren Kardinäle, die Bischöfe, die Priester und Diakone, die Ordensmänner und Ordensfrauen und alle pastoralen Mitarbeiter. Ich danke dem Bürgermeister und den anderen zivilen und militärischen Würdenträgern. Und ein besonderes Gedenken richte ich an die Kranken, welche sich im Inneren der Domkirche befinden. Im Zentrum des Wortgottesdienstes am heutigen Sonntag, den 32. Sonntag im Jahreskreis, finden wir die Gestalt der armen Witwe oder, um es genauer zu sagen, die Geste, wie sie die letzten Geldstücke, die ihr verblieben sind, in den Opferkasten des Tempels wirft. Ein Gestus, der dank des aufmerksamen Blickes Jesu sprichwörtlich geworden ist. Das Opfer der Witwe ist gleichzusetzen mit der Großzügigkeit eines jeden, der gibt, ohne das Wenige zurückzubehalten, das er noch besitzt. Aber zuvor jedoch möchte ich die Bedeutung des Umfeldes hervorheben, in dem sich diese Episode des Evangeliums abspielt, also der Tempel in Jerusalem, religiöses Zentrum des Volkes Israel und Ort des öffentlichen und festlichen Kultes, aber auch Ort der Pilgerschaft, der traditionellen Riten und der rabbinischen Streitgespräche, wie sie in den Evangelien wiedergegeben werden, in denen Jesus sich zwar ganz auf die Weise der Lehrmeister verhält, jedoch mit einer einzigartigen Autorität seine Lehre weitergibt. Er geht hart ins Gericht in den Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten aufgrund ihrer Scheinheiligkeit. Sie, die nach außen hin ihre Frömmigkeit zwar zur Schau stellen, in Wirklichkeit den Armen aber ausbeuten, indem sie den Leuten noch mehr Pflichten auferlegen, die sie ja selbst doch nicht beachten. Jesus schließlich zeigt sich dem Tempel sehr ergeben.